Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Risen 3 Titan Lords. Im letzten Part sind wir verstorben und wiederbelebt worden durch einen alten Bekannten Bones. Klar, unsere Figur kennt ihn natürlich nicht. Wir kennen Bones aber von Risen 2 mit dem dortigen Helden, dem wir begegnet sind und der auch damals ein Crewmitglied von uns war. Vielleicht schließt er sich diesmal der Crew von unserem neuen Helden an, der zufälligerweise der Bruder von Patty ist. Also, ja, die beiden sind die Kinder vom legendären Stallbart, den wir aus dem ersten und zweiten Risen-Teil kennen. Ich habe mich im letzten Part entschieden, dass wir uns für die mittlere Antwortmöglichkeit entscheiden. Hauptsache meine Crew ist in Sicherheit, dann könnte ich alles ertragen. Genau. Hauptsache meine Crew ist in Sicherheit, dann könnte ich das ertragen. Meinst du, ja? An deiner Stelle würde ich das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn du nicht völlig dem Wahnsinn verfallen willst, musst du schleunigst deinen Geist wiederbekommen. Du bist sehr geschwächt und hast vieles vergessen. Du brauchst einen mächtigen Zauberer. Am besten gleich zwei. Ist keine leichte Sache, ohne Geist zu leben. Glaub mir. Ich mag den Typen. Wie kommen wir von hier wieder weg? Ich habe eine kleine Schaluppe dort in der Bucht vor Anker liegen. Es ist kein Schlachtschiff, aber zumindest ist es einigermaßen hochseetauglich. Wunderbar, ich will mich hier noch etwas umsehen. Lass uns hier schnell verschwinden. Umsehen wäre gut. Ich will mich hier noch etwas umsehen. Tu, was du nicht lassen kannst. Doch vergiss nicht, du hast deinen Geist verloren. Wenn du nicht zum Schergen mutieren willst, solltest du schleunigst etwas dagegen unternehmen. Wenn du noch Fragen hast, ich bin an deiner Seite. Hey, cool. Charakterwerte steigern. Okay, mit C. Du hast genug Ruhm, um ein Attribut zu steigern. Die Änderungen werden beim Verlassen des Menüs wirksam. Okay. Magie wird es auch geben. Voodoo-Magie, Kristallmagie, Runenmagie. Hier unten steht übrigens der Rang. Entschuldigung, ich bin gerade am Mikro angestoßen. Hier unten sehe ich gerade Verlorener. Hier haben wir den Rang. Okay. Wir haben 6000 Ruhm. Boah, für was soll ich mich entscheiden? Nahkampf. Beeinflusst den Schaden von Nahkampfwaffen. Fernkampf. Beeinflusst den Schaden von Musketen und Schrotflinten. List. Beeinflusst den Schaden von Wurfdolchen, Pistolen und Armbrüsten. Einfluss. Beeinflusst den Schwellenwert bei Silberzunge und Einschüchtern. Härte. Beeinflusst den Rüstungsschutz gegen Waffen und Magie. Fingerfertigkeit. Beeinflusst den Schwellenwert bei Taschendiebstahl und Schlösserknacken. Magie. Beeinflusst die Wirkung von Zaubersprüchen. Und Geist. Beeinflusst die Wirkung von Tränken und Astralsicht. Können wir auch hier den Weg der Magie einschlagen? Weil bei Elex ist es ja mit dem Berserkernetz so gewesen, wie ich es mir gedacht hatte, ein reiner Magier zu werden, beziehungsweise hier ein reiner Schamanski zu werden. Ne? Weil Magie, also Voodoo, das ist ja eigentlich eher was Schamanenbedingtes. Ne? Kristallmagie, Runenmagie. Es wäre halt echt cool. Ich würde wirklich wahnsinnig gerne mal den Weg eines Magiers einschlagen. Aber beim lieben Herrgott, ich habe keine Ahnung, ob wir hier zu einem vollwertigen Magier werden können oder ob wir wieder ein Smiter-Typ sind. Sprich, Melee, beziehungsweise Fernkampf, beziehungsweise Magie. Weil das bringt uns momentan gar nichts, auf Magie zu gehen, weil wir haben keine Fähigkeiten. Dann würde ich sagen, wenn wir dabei auf Nahkampf gehen, glaube ich. Ich glaube, das ist für den Anfang jetzt verkehrt. Auf 15. Ich würde sagen, gehen wir auf 20. Würde ich sagen. Nimmt er das jetzt automatisch oder muss ich noch was drücken? Übernehmen? Ja.
Kwe, durch deinen Tod hast du jetzt die Möglichkeit, in die Schattenwelt zu sehen. Okay. Ah. Durch zusätzliche Fähigkeiten kannst du lernen, bestimmte Objekte in der Schattenwelt leichter zu erkennen. Okay. Okidokili. So, gibt es hier noch irgendwas für uns? Apropos, wie schaut unser Inventar aus? Was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Wir haben unsere Magie. Ausrüstung haben wir eigentlich... Okay, nur mal das, was wir so gefunden haben. Ich glaube, da ist die Waffe hier besser, Krabbenstecher, oder? Allein, weil wir Schwert plus 5 kriegen. Linke Hand, Pistole oder Wurfdolch? Ich würde sagen, Pistole. Kopf haben wir nichts. Körper haben wir nur das zerschlissene Hemd. Ist 20 Gold wert, Klingensicher plus 3, Kugelsicher plus 3. Dieses Hemd hat schon bessere Tage gesehen. Ah, herrlich. Wir haben auch die Pistole nicht durchgelesen, ne? Goldwert 100 Schaden, 40 kritische Trefferschaden, kritische Trefferchance, so 5% Reichweite, Nahkampf, Munition, Kugel, Fähigkeit, Pistolen, beeinflusst, Trefferchance, eine Pistole, wie es sie zu Tausenden auf der Welt gibt. Die Wurfdolche sind 3 Goldwert, Schaden 30, kritische Trefferchance, 5% Reichweite, Nahkampf, so. Fähigkeit, Dolch, beeinflusst Schaden, ausbalanciert und tödlich. Die Messern hier, ja. Also das Fechtmesser, ich weiß nicht, ob das besser wäre. Ich glaube fast nicht Gold wert. 30 Schaden, 20 bis 25 Fähigkeit, Stichwaffen, beeinflusst Schaden, Schwerter 0. Diese gut ausbalancierte Klinge wird häufig bei Duellen verwendet und den Krabbenstecher, für den habe ich mich entschieden, weil wir Schwert mehr dazu kriegen. Goldwert 30, Schaden 15 bis 30, Fähigkeit Schwerter beeinflusst Schaden, Schwerter plus 5, alt und fleckig. Du solltest dir bald mal eine neue Klinge zulegen. Keine Ahnung, müssen wir ausprobieren, glaube ich. Kopf haben wir nichts. Beine hätten wir hier weiße Hose. Goldwert 30, Klingensicher plus 3, Kugelsicher plus 3, aus edlem Stoff. Füßchen haben wir alte Schuhe, Goldwert 15, Klingensicher plus 1, alte abgelaufene Schuhe. Solange wir nicht barfuß laufen, müssen ist noch okay. Den Goldohrring, den wir gefunden haben. Die Silberzunge plus 10, sicher einiges wert. Goldwert 40, Silberzunge plus 10, so. Den nehmen wir mit. Amulett haben wir nichts gefunden. Und den Ring natürlich, funkelnder Goldring. Goldwert 50, Silberzunge plus 5, ein Schüchtern plus 5, ein polierter, funkelnder, goldener Ring. Hatten wir den Ohrring? Ich glaube, ja, den haben wir bekommen von den Piraten. Ich habe nur vergessen, den anzulegen, glaube ich. Gut, das zu dem hätten wir mal. Ja, soweit so gut haben wir hier ja eigentlich alles ausgerottet. Es ist halt die Frage, ich werde jetzt mal speichern. Es ist die Frage, ob wir jetzt überhaupt eine Chance haben gegen das Federvieh, was hier herumstravanzt. Ich will es gerne mal probieren. Wenn wir keine Chance haben, dann werden wir, glaube ich, gleich weiter segeln. Glaube ich. Ja. Geht, oder? Au. Ja, ich glaube, ist machbar. Zack, au. Au. Okay, Bones, du darfst da auch mal. So. Der Bones ist irgendwie... Oh doch, da geht schon mal was. Ist das schon gut. Passt. Oh, ein Dunkelführer. Hoppala. Ich sollte da mal was... Oh, Bones, du darfst da ruhig auch mal. Kevin schon mal umgehauen. Mit dem Viech habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Zack. So, ist jetzt bald mal hin. Na bitte, geht ja. Alter. Okay, looten können wir bei dem Kerl nichts.
Aber ich hoffe, dass wir vom Scavenger nochmal Fleisch kriegen. Ja, sehr gut. Okay. Hier haben wir noch was. Meisterdiebe. Der legendäre Holm verfasste einst einen ellenlangen Plan über seinen Einbruch in den königlichen Palast. Um ihn umzusetzen, nutzte er seine hinterlistigen Fähigkeiten. Als die Inquisition den Plan in die Hände bekam, wurde er vom Gouverneur Puerto Zacaricos bewahrt. Dieser Plan könnte mir nützlich sein. Mhm. Okay. Und dann hätten wir Schmiedehammer nochmal. Goldsackerl, einen Grog, Messer, noch ein Grog. Das wär's. Okay. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Puerto Zacarico hat er gesagt, ne? Das kennen wir auch vom Zweier. Risen. Das heißt, dort wird dann wahrscheinlich was auf uns warten. Schatzmäßig, hoffe ich. Gut. Ich hoffe, das mit dem Nahkampf war in Ordnung. Ich glaube schon, zumindest für den Anfang. Mal schauen, ob wir hier so eine Art Magierweg einschlagen können. Man wird es erleben. So, ich glaube, so weit, so gut wären wir hier fertig, ne? Bring uns an Bord des Kahns. Wo finde ich mächtige Zauberer? Wer bist du eigentlich? Wo ist Patty? Wir sollten uns wieder trennen. Ich würde sagen, da können wir gut durchfragen, ne? Also, wo finden wir mächtige Zauberer? Wo finde ich mächtige Zauberer? Es gibt einige starke Zauberer in der Südsee. Viele von ihnen sind die geistigen Führer einer Gemeinschaft. Es täte dir gut, dich einer starken Gemeinschaft anzuschließen. Sie werden dir helfen, deine alte Stärke wiederzuerlangen, nach deinem tödlichen Winterschlaf. Okay, vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, dass wir Magier werden können. Wo sind die verbannten Magier? Soviel ich weiß, haben sie sich auf der Donnerinsel Taranis niedergelassen. Aha. Sie graben dort zusammen mit den Gnomen die gesamte Insel um, auf der Suche nach kleinen magischen Kristallen. Nur die Magier selbst wissen, wozu das gut sein soll. Die Eingeborenen sind starke Voodoo-Zauberer. Das ist wahr. Der Stamm, der für dich am interessantesten sein dürfte, befindet sich auf der Insel Kila. Starke Krieger, mächtige Schamanen, ganz großes Voodoo. Ich denke, du wirst dort finden, was du suchst. Okay, ich möchte jetzt einen Druiden. Ich könnte jetzt einen Druiden gebrauchen. Ich hörte von einem Druiden in Kalador. Ich glaube, sein Name war Eldrick. Ja, ist klar. Er soll dort der geistige Führer der Dämonenjäger sein. Diese dunklen Krieger sind sehr stark und haben ihre ganz eigene Art der schwarzen Magie. Könnte mir gut vorstellen, dass sie auch bei deinem Geistproblem helfen können. Was ist mit der Inquisition? Diese schießwütigen Musketenträger haben schon lange ihre Vormachtstellung hier in der Südsee verloren. Nun, die Zuckerrohrplantage auf Takarigua wird immer noch betrieben, soviel ich weiß. Ziemlich fraglich, ob diese zugeknöpften Blaurücke dir wirklich helfen können, aber wer weiß. So, ich denke, jetzt hast du genug Anhaltspunkte, einen mächtigen Zauberer zu finden. Du musst dich nun entscheiden, wen du davon um Hilfe bitten willst. Tja. Bring uns an Bord deines Kahns. Wer bist du eigentlich? Wir sollten uns trennen, warte hier. Ich bin Bones. Wir sind uns vor Jahren schon einmal über den Weg gelaufen. Aber ich glaube kaum, dass du dich in deinem Zustand noch daran erinnern kannst. Ich habe deine körperlichen Überreste mit meinen erbärmlichen Voodoo-Fertigkeiten aus dem Todesschlaf geweckt. Der letzte, bei dem ich so etwas versuchte, hatte nicht so viel Glück. Aber lassen wir das. Ich bin froh, dass es überhaupt geklappt hat und du nun einigermaßen lebendig hier vor mir stehst. So gesehen bin ich der letzte Freund, der dir in dieser trostlosen Gegend noch geblieben ist. Okay. Wer hat dich eigentlich geschickt, mich wiederzuerwecken? Das ist ja auch. Ich bin ein Pirat, genau wie du. Naja, zumindest warst du mal einer. Du warst ein Mitglied einer einst sehr mächtigen Piratenvereinigung. Der Rat der Kapitäne auf Antigua. Admiral Alvarez führt diesen Rat schon seit vielen Jahren an.
Er war es, der mich auf die Suche nach dir schickte. Alvarez macht sich Sorgen um seinen Schützling. Mhm. Woher wusstet ihr, wo ihr mich findet? Ich habe gerade andere Probleme, als mich beim Admiral zu melden. Na, wie gemein. Woher wusstet ihr, wo ich bin? Woher wusstet ihr, wo ihr mich findet? Das war nicht schwer. Jeder Halunke der Südsee wusste, dass du den Schatz der Krabbenküste heben willst. Du solltest dem alten Mann besser mal ein wenig unter die Arme greifen. Alvarez hat so seine Schwierigkeiten auf Antigua. Der Fortbestand des Rates der Kapitäne steht auf dem Spiel. Hast du gerade mal einen Moment Zeit? Klar, schieß los. Klar, schieß los. Ich habe geträumt. Fängst du nun auch damit an? Ich habe eine Insel gesehen und Nebel. Und? Und Blauröcke, einen ganzen Haufen davon. Ich bin mir sicher, diese Eingebung hat etwas zu bedeuten. Wir sollten der Sache nachgehen. Also, was sagst du? Wir haben keine Zeit, deinen Träumen nachzujagen. Wo genau liegt diese Insel denn? Ja, genau. Wo genau liegt diese Insel denn? Naja, so sicher bin ich mir da nicht. Aber ich hab da so ein Gefühl. Na, immerhin bist du zuversichtlich. Absolut. Wirf einen Blick auf deine Seekarte und immer der Nase nach. Nebelinsel, wir kommen. Mir fällt da gerade etwas ein. Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Lass mich raten, die Seefahrt ist nichts für dich. Spann mich nicht auf die Folter. Folter? Klingt gut. Lenk nicht ab. Was wolltest du von mir? Hast du schon mal von der Insel der Diebe gehört? Auf der Insel wimmelt es von Gnomen, richtig? Nicht wirklich. Was ist das für ein Ort? Gnome, das dürfte hinkommen. Auf der Insel wimmelt es von Gnomen, richtig? Richtig. Und weißt du, was das heißt? Ja, ich sollte auf mein Gold aufpassen. Genau. Aber das ist es nicht, was ich dir sagen wollte. Anscheinend sind dort vor kurzem auch Kobolde an Land gegangen. Und? Und das bedeutet Ärger. Wenn die Route es zulässt, sollten wir dort mal nach dem Rechten sehen. Schließlich gibt's dort sicher was zu holen. Dann bin ich dabei. Aye, Captain. Okay, wo ist Patty? Wo ist Patty? Ich sag doch, sie und ihre Jungs sind nicht mehr an der Krabbenküste. Sie fuhr mit ihrem Kahn nach Takarigua. Soviel ich gehört habe, will sie dort jemanden finden, der ihr die Schatzkarte der Krabbenküste verkauft hat. Klang nicht so, als würde das eine freundliche Begegnung. Kennst du jemanden auf Takarigua? Der alte Leuchtturmwärter Jack hat dort seinen Turm. Aber wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Der lebt ganz sicher. Es gibt kein Piranha Bytes Spiel, wo es nicht diesen Captain Jack gibt. Also wo es diesen Leuchtturmwärter Jack gibt, so muss ich sagen. Wir sollten uns wieder trennen, warte hier nah. Bring uns an Bord deines Kahns. Bring uns an Bord deines Kahns. Klar, am besten wir nehmen das Boot. Das geht am schnellsten. Supi. Dann schauen wir uns kurz einmal um. Das Steuer haben wir hier. Das Boot schaut auch in Ordnung aus, finde ich. Eine Leiter, da können wir das Schiff verlassen. Oh, ich finde schon, dass das in Ordnung ausschaut. Na dann, Bones. Komm mit. Komm mit. Klar. Dann würde ich sagen, Steuer. In See stechen. Diese Seekarte. Genau, Ziel. Auswählen, Seekarte. Diese Karte zeigt einen großen Teil der Südsee an. Jetzt können wir uns da quasi eine Insel aussuchen, wo wir hinwollen. Takarigua, Antigua, Kila, Taranis, die Nebelinsel, Calador. Patty wollte jetzt nach Takarigua, ne? Warte mal kurz. Hoppala, ich hätte L wählen sollen, für Logbuch. Nur die Hälfte wert. Was haben wir hier? Nur die Hälfte wert. Bones erklärt mir seinen
meinen schlimmen Zustand, Sobra. Ein Teil meines Geistes wurde mir entrissen. Ich habe viel vergessen und bin geschwächt. Aber ich lebe noch, hoffentlich lange genug, bis ich den verlorenen Teil meines Geistes wiederfinde. Der Druide der Eisenbucht, Kalador, könnte mir vielleicht helfen. Auf der tropischen Insel Kilia sollten mächtige Schamanen zu finden sein. Mächtige Kristallmagier sollten auf der Donnerinsel Taranis zu finden sein. Boah, ich wäre echt gerne... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, so ein Dämonenjäger würde sich auch cool anhören, ne? Die sind halt eher nicht so das Magische. Ich habe ja aber versprochen, dass ich gerne mal den Weg des Magiers einschlagen möchte. Und da halt quasi der Berserker jetzt nicht so die Art von Magier ist, wie ich es mir vorgestellt hatte, könnten wir das hier mit dem Kristallmagier durchaus ausgleichen. Aber wir werden sowieso alle Quests zuerst machen, die möglich sind, bevor wir uns einer Gilde quasi anschließen. Einer Fraktion anschließen. Irgendwie so. Einer Gruppe. Wo fangen wir an? Nur weg von hier ist auch nicht schlecht. Nichts wie weg von diesem dämonischen Ort. Bones hat eine kleine Schaluppe an der Krabbenküste versteckt. Wir sollten sie finden und so schnell es geht von ihr verschwinden. Bericht an Admiral Alvaraz. Bones erzählt mir, dass Admiral Alvaraz auf Antigua in Schwierigkeiten steckt. Ich sollte ihn aufsuchen und ihm helfen. Admiral Alvaraz wartet im Hauptquartier auf Antigua immer noch auf meinen Bericht. Ich sollte ihn bald aufsuchen. Neue Verbündete, meine Kraft hat mich verlassen. Ich muss mich einer starken Gemeinschaft anschließen, um von ihnen zu lernen. Crew. Krabbenküste. Nebelinsel. Insel der Diebe. Orte, legendäre Gegenstände. Okay. Hieß es denn nicht, dass jetzt unsere liebe Schwester auf Takarigua ist? Aber ehrlich gesagt, ich würde wirklich gerne den Weg des Magiers einschlagen, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen bei der Nahkampfgeschichte da was investiert habe, an Ruhm und Ehre. Aber ich würde schon echt liebend gerne Kristallmagier werden, muss ich schon sagen. Ah. Das heißt, die blauen Quests sind wahrscheinlich... Ah, so ist das gemeint. Aha, ich verstehe schon. Aha, das Plus muss man anklicken, dann gibt es eine Unterkategorie der Quest. Okay. Erledige den gefährlichen Fischfresser. Das haben wir erledigt. Ne? Alles, was so dunkelgrau ist, haben wir fertig. Finde Patty, ne? Crew hier. Finde den Leuchtturmwärter-Check. Ich sollte mal auf Takarigua umsehen. Hoffentlich lebt der alte Eremit. Und Leuchtturmwärter-Check noch. Finde Patty. Patty glaubt immer noch, dass ich tot bin. Ich muss sie finden, bevor sie eine Torheit begeht. Patty will den Kerl auf Takarigua erwischen, der ihr die Schatzkarte des alten Tempels auf der Krabbenküste gegeben hat. Sie vermutet eine abgekartete Sache. Ich glaube, wir werden Patty aufsuchen. Krabbenküste sind wir fertig. Ja, das schaut in Ordnung aus. Die Nebelinsel. Oder bin ich doof? Und es ist... Na. Glaub nicht, oder? Wenn's... Oder es ist... Egal. Wir machen das jetzt mal mit Patty, bevor ich noch mehr Zeit verschwende. Also Seekarte. Falsch, zurück zum Schiff. Möchtest du wirklich mit deinen Crewmitgliedern zum Schiff zurückkehren? Ja, bitte. Und zwar, wir stechen in See. Nach Takarigua am besten. Hierhin. Ja, ich möchte gerne. Zur Zuckeranbauinsel, bitte. Ja, genau. Und da fahren wir mit dem Schiffchen. Da segeln wir davon. Von dannen, so.
Jo. Ich hoffe, dass wir Patty finden. Was um alles in der Welt ist das? Der Grund, warum Admiral Alvarez dich sehen will. Geisterschiffe? Ich habe so eins schon mal gesehen, aber das war in einem Traum. Nein, 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 das ist kein Traum. Es ist Crow. Piratenkapitän Crow. Also dieser doch. Halsabschneider? Der ist doch schon lange tot. Er ist aus dem Schattenreich zurückgekehrt und entert jedes Schiff, das sein Wasser kreuzt. Mit seinen Schergen und seiner verfluchten Flotte. Schattenreich. Wir müssen hier verschwinden. Wenn sie uns entdecken, sind wir erledigt. Also doch, Crow. Ich wusste, ich kenne die Hackfresse von irgendwoher. Ach, hier sind wir. Checks Leuchtturm. Bam, 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 bam. Supi. Kapitel 2. Neue Verbündete. Okay. Neuer Inhalt verfügbar. Dreimal sogar. Wunderprächtig. Bones, kommst du bitte mit? Ich mach mir langsam ernsthaft Sorgen um dich. Hä? Du siehst furchtbar aus. Hau dich mal für ein paar Stunden ins Bett. Naja, wenn ich das nächste Mal einem Bett begegne, werde ich es benutzen. Hoffentlich. Danke. Leg dich schlafen. Super. Was machen wir mit diesem Kristallportal auf der Krabbenküste? Was machen wir mit diesem Kristallportal auf der Krabbenküste? Solche Kristallportale bilden irgendwie eine Brücke zwischen unserer Welt und dem Reich der Schatten. Diese Welt, wohin unsere Geister verschwinden, wenn wir sterben, ist eine gänzlich andere Existenzebene. Sie ist voller Schatten und Illusionen. Nur selten kehrt jemand zurück, der einmal dort gewesen ist. Du hast mit den Dingern schon Erfahrung? Du hast mit den Dingern schon Erfahrung? Nein, ich weiß nur, was sie hervorbringen. Seelenlose Kreaturen, die uns nach dem Leben trachten. Aber ich bin kein Experte. Frag lieber noch einmal einen Zauberer, der sich besser damit auskennt. Okay. Wie hast du deinen Geist wiedererlangt? Wie hast du deinen Geist wiedererhalten? Vergiss es. Das war etwas völlig anderes. Die Geister fanden damals noch ihre wohlverdiente Ruhe auf der Insel der Toten. Diese Insel ist jedoch verschwunden. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Ach, hör auf. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich weiß, dass wir uns in Acht nehmen müssen. Irgendeine Macht im Schattenreich greift mit seiner Klaue nach der Welt der Lebenden. Und sie ist sicher kein Freund der Menschen. So viel steht fest. Dann bitte ich dich, dass du mitkommst. Komm mit. Sicher. Ich habe gerade gesehen, wir haben Seele plus 1 bekommen. Heißt das, wenn wir uns angemessen gut benehmen und zu den Leuten nett und freundlich sind, dass wir eventuell vielleicht sogar unsere Seele stärken können? Zum Strand bitte. Das wäre super. Ist das aber schon der Check davon? Könnte durchaus sein. Wir werden selbstverständlich wieder mal speichern. Das ist durchaus speicherungswürdig. Und ein bisschen hier so am Strand herumlaufen in der Hoffnung, dass wir wieder ein paar Muscheln und so ein Zeugs finden. Ah, da haben wir zumindest schon vielleicht einen Grog. Nein. Was hat denn diese Fahne hier zu bedeuten? Vor allem so eine unscheinbare. Vielleicht ist das eine Quest für später, was wir schon gefunden haben. Das wäre jetzt nicht abwegig. Die Insel schaut immer noch gleich aus wie damals, als wir noch bei Risen 2 hier waren. Das Tolle ist, dass es hier neue Muscheln an den Strand gespült hat. Das heißt, dass wir jetzt auch noch die Möglichkeit haben, für uns tollen Loot zu bekommen. Der Part wäre auch zu Ende, ne? Dann würde ich mal meinen, dass wir den Part beenden und im nächsten Part uns um den Check hier kümmern. Ich glaube, dass das Check ist. Also gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen.
wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören aus uns deiner Haut beim mach ich mir eine nächsten Mütze. Oder warte kurz. Der steht nicht mehr auf. Das ist wünschenswert. Gut, jetzt können wir beenden. Also dann, tschüssi.